Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3, Folge 116 mit Midi. Es geht ans Eingemachte, denn die Basis des Unbekannten angreifen, das ist eine der, ja, mehr oder weniger fast letzten Missionen, die wir haben. Aber uns fehlt noch was, und zwar haben wir noch den Citadel-DLC, den werden wir jetzt vorher spielen, bevor wir uns ins große Finale stürzen. Und damit wir auch noch einen kleinen Zusammenhang haben zwischen den Abenteuer Cerberus und Erde, spielen wir jetzt noch eine Runde den DLC. Womöglich hätte ich ihn früher spielen können, aber wir spielen ihn jetzt. Auf geht's. Folge 116. Citadel DLC. Commander, ich habe Admiral Anderson am QVK. Ich stelle ihn jetzt zu Ihnen durch. Shepard. Admiral, wie läuft's bei Ihnen? Tag für Tag, Commander. Ja. Hackett hat mir eine Nachricht wegen des Apartments geschickt. Sie sollen es haben. Befreien Sie mich davon. Ist das Ihr Ernst? Sie brauchen etwas Eigenes, wo Sie auftanken können, den Kopf freikriegen. Kaylee wollte sich dort niederlassen. Aber je länger ich auf der Erde bin, desto weniger will ich weg. Und ich will möglichst wenig altlasten. Wie gesagt, Sie täten mir damit einen Gefallen. Das ist sehr großzügig. Es ist praktisch. Wir brauchen Sie in Topform. Ausgeruht, konzentriert. Wie Sie meinen. Danke. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Es gehört jetzt Ihnen. Das krieg ich sicher hin. Okay. Gut. Das wollte ich schon lange tun. Wir reden in Kürze wieder. Seien Sie vorsichtig da draußen, Anderson. Sie auch, Shepard. So, wir können jetzt also unser Apartment, was wir von Anderson bekommen haben, erkunden. Ich hätte das sicherlich schon früher machen können, aber ich habe darauf gewartet, dass ich alle Crewmitglieder getroffen habe aus der alten. Ach Mist, ich hätte wahrscheinlich das sogar vorher machen können, bevor Fane stirbt. Aber gut. Jetzt gucken wir uns erstmal das hier. Notiz für Andersons Biografie, Beziehungen. Sie haben mich nie danach gefragt, aber meine Frau hat gerade angerufen. Meine Ex-Frau. Niemand spricht gern über die Belastung, die monatelange Trennungen für Beziehungen im militärischen Umfeld darstellen. Sie gehörte nicht zum Militär. Sie konnte damit nicht umgehen. Dabei geht es nicht mal um Militär oder Nicht-Militär, verdammt. Es geht um die Raumfahrt. Die Raumfahrt. Die Entdeckung der Massenportale, Wunder der Technik. Die menschliche Fantasie wurde beflügelt und konnte endlich unseren Wünschen gerecht werden. Aber wir bezahlen einen Preis für die Neugier, diesen Trieb. Unsere Beziehungen leiden darunter. Menschen, die wir lieben, leiden darunter. Aber so ist die Realität. Und es ist den Preis wert. Zumindest muss ich zu der Zeit dieser Ansicht gewesen sein. Wahrscheinlich bin ich es immer noch. Am Ende kann man nur hoffen, dass man die richtigen Entscheidungen getroffen hat. So sieht's aus. Man sollte sich nicht. Es bringt nichts, darüber zu lamentieren. Oh nein, ich habe die falsche Entscheidung getroffen. Lol. Einfach mal weitermachen. Bringt nichts, Dingen hinterher zu trauern, die man hätte vielleicht machen können. Die Normandy? Ein brandneues Schiff. So einen Moment vergisst man nicht. Wenn man das erste Mal dasteht und die gesamte Crew einen ansieht und einen Befehl erwartet? Unvergesslich. Ich hatte davor schon Männer und Frauen kommandiert. Ich hatte jede Menge Kampferfahrung. Und es war mir immer gelungen, in einem Stück nach Hause zurückzukommen. Wenn man das ein paar Mal schafft, bekommt man irgendwann das Gefühl, besser zu sein als die anderen. Vielleicht stimmt das sogar. Ich weiß es nicht. Aber wenn man Glück hat, großes Glück,
man irgendwann auf einem guten Schiff vor einer guten Crew. Eine Crew, der man sein Leben anvertrauen kann. Fähig, diszipliniert, tapfer. Und alle wollen voller Erwartung die Segel setzen und in den endlosen schwarzen Ozean auslaufen. Ich weiß noch, wie mein erster Offizier mich nach meinen Befehlen gefragt hat. Shepard, habe ich gesagt, wir wollen doch mal sehen, was uns dort erwartet. Also da noch zu ganz, ganz frühen Zeiten, wo Shepard mit zur Crew gehörte und der erste Offizier war und nicht der Commander. Was haben wir hier? Ist ja abgefahren. Nutzen wir die Chance, um uns auch nochmal von den guten alten Zeiten aus Mass Effect zu verabschieden. Peinliche Momente. Davon gibt's mehr, als jemals irgendwer erfahren hat. Nur dadurch lernt man. Peinliche Momente? Davon gibt's mehr, als jemals irgendwer erfahren wird. Nur dadurch lernt man. Aber wenn ich einen für die Öffentlichkeit auswählen müsste... Ich war gerade in die N7 befördert worden. Voller Selbstbewusstsein, der König der Welt. Ich habe dann irgendwelchen unerwünschten Personen in einer schmierigen Bar in den Bezirken Drinks spendiert. Und sie haben auf meine Beförderung angestoßen. Naja, die hätten auch batalianische Sklavenhändler hochleben lassen, wenn sie dafür was zu trinken gekriegt hätten. Als mir dann das Geld ausging, stellten sich meine neuen Freunde gegen mich. Sie waren in der Überzahl. Es sah nicht gut aus. Mein Plan, da rauszukommen, hatte viel mit Faustschlägen zu tun. Und das klappte auch eine Weile. Dann traf mich ein Tisch. Oder vielleicht bin ich auch umgekippt. Als ich wieder zu mir kam, sah ich, wie ein Salarianer den Rest der Unruhestifter ausschaltete. Ein Salarianer? Er hat sich bewegt wie eine verdammte Katze. Ich schwör's. Als alle bewusstlos waren oder davonrannten, kam er zu mir und stellte mich auf die Füße. N7, fragte er. Ja, Sir, antwortete ich. Er ließ den Blick über die von mir erledigten Männer schweifen und nickte. Nicht schlecht, Mensch, meinte er und verließ den Laden. Ich hatte meinen ersten Spectre getroffen. Das war für mich eine wichtige Lektion. Ganz egal, für wie gut du dich hältst, es gibt immer einen, der schneller und viel klüger ist als du. Und erwartet schon hinter der nächsten Ecke. Diese kleine Lehre hat mir seitdem schon mehr als einmal das Leben gerettet. Eigentlich ist das, stimmt das ja auch, ne? Es wird nie einen Menschen geben, der irgendwie Perfektion erlangen wird, das ist ja sowieso klar. Oder jemand, der... Ich glaube, wenn man anfängt zu glauben, dass man... In bestimmten Sachen, sei es jetzt zum Beispiel in Heroes of the Storm oder E-Sport, generell E-Sport oder irgendwas anderes, Kunst oder Mathematik, wenn man daran anfängt zu glauben, man sei da der Beste drin und man fühlt sich auch, als wäre man der Beste, dann wird man so ein bisschen selbstgefällig. Wenn man aber ständig immer versucht, oder sich den Irrtum aus dem Kopf schlägt und sich begreifbar macht, dass es eigentlich tatsächlich immer jemanden gibt, der in irgendeiner Position oder in das, worin man eigentlich glaubt, dass man gut ist, sowieso vielleicht sogar noch besser ist, dann stärkt einem das ja auch irgendwo. So geht es mir zumindest immer. Ich will gar nicht der Beste sein. Ich will nur, dass ich für mich selber irgendwie, ja, dass ich mich selber darin überzeuge, dass ich gut bin und nicht irgendwie andere überzeugen muss, dass ich gut bin. Sondern es geht ja vielmehr darum, dass man sich das selber irgendwie klar macht, dass man irgendwie gut ist. Ich rede schon wieder einen Quatsch zusammen, ich sollte lieber weitermachen. Okay, machen wir weiter. Ihr habt das nicht mitbekommen. Gehen wir hoch? Nee, ich glaube, wir bleiben noch unten. Wir können hier unten noch gucken. Schon gut, ein paar Minuten habe ich. Erst Kontaktkrieg? Ja, ich war dabei. Mein erster echter Kampfeinsatz.
Der erste für viele von uns. Ich erinnere mich noch an eine Nacht in der Anfangsphase des Krieges. Ich saß angeschnallt auf meinem Platz, als unser Transporter sich der LZ näherte. Alle haben geschwiegen. Man hörte nur unser Atmen. Gute Männer. Wir waren alle zusammen ausgebildet worden. Ständig rissen wir Witze und alberten herum. Aber diesmal nicht. Da waren nur das Rumpeln des Shuttles und dieses schwere Atmen. Wir alle dachten dasselbe. Wir bekämpfen jetzt außerirdische Invasoren. Aliens. Man stelle sich das vor. Wir waren alle mit der Frage aufgewachsen, was da draußen wohl sein mochte. Oder ob wir allein im Universum waren. Und jetzt wussten wir es. Wir waren nicht allein. Und das brachte uns Probleme. Wir standen also kurz davor, einem Feind zu begegnen, der so anders und unbekannt war, dass wir es uns nicht mal vorstellen konnten. Ich wusste, dass ich etwas sagen musste, um die Männer zu beruhigen. Also drehte ich mich zu dem Soldaten neben mir um, ich glaube, er hieß Hendricks, und fragte ihn, wie es seiner Mutter ging. Gut, antwortete er. Warum? Weil ich gehört habe, dass ihre Frau Mama so hässlich sein soll, dass die Marines sie für einen Turianer gehalten haben und beinahe erschossen hätten. Oh Gott. Einige haben daraufhin gegrinst. Und dann wandte sich Hendricks mir zu und sagte, verdammt, Anderson, und ich habe gehört, dass ein Bild von ihrer Frau Mama diesen verdammten Krieg überhaupt erst ausgelöst hat. Es hat die Turianer zu Tode erschreckt. Darüber haben wir dann alle sehr gelacht. Und die Jungs haben in dieser Nacht großartig gekämpft. Manchmal braucht es eben nicht viel, nur einen Witz, einen Schulterklopf. Einen kleinen Hinweis darauf, dass schon alles wieder in Ordnung kommt. Das ist übrigens eine Sache, die ich gerne als Kinofilm sehen würde oder als Prequel zu Mass Effect. Der Erstkontaktkrieg. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich da einiges machen lässt. Die Menschen gegen die Turianer wären zwar nur zwei Rassen, aber das wäre so ähnlich wie zum Beispiel in Warcraft-Movie, der für viele nicht sonderlich gut war, wo man dann halt zwei Seiten gleichzeitig beleuchten könnte. Man könnte zwei Helden spielen, und zwar einen auf der Turianer-Seite und einen auf der Seite der Menschen. Würde ich ziemlich cool finden. So von beiden Seiten her den Blick aus beiden Seiten oder aus beiden Lagern zu veranschaulichen, wie der Krieg dann tatsächlich für beide so wirklich auch vernommen wurde. Bin gespannt, ob sie in der Richtung vielleicht noch irgendwas machen, aber ich glaube es fast nicht. Wovon habe ich gerade gesprochen? Ach ja, die Anfangszeit. Ich werde oft gefragt, warum ich zum Militär gegangen bin. Und alle reden dann immer von Ehre und Pflicht. Natürlich hat das eine Rolle gespielt. Aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Engagement ist das Ergebnis von 100 kleinen Aspekten. Ich bin wegen eines Hundes zum Militär. Was? Wegen eines Hundes. Diese bösartige Promenadenmischung hat mich jeden Tag auf dem Weg zur Schule angebellt. Er hat geknurrt und ich bin weggerannt, völlig verängstigt. Ich war ja noch ein Kind. Ich weiß noch, dass ich eines Morgens sehr schlecht gelaunt war. Ich war wütend, keine Ahnung mehr warum. Als der Hund wieder anfing zu bellen, habe ich einfach zurückgebellt. Wir haben beide weitergemacht, bis wir nicht mehr konnten. Danach hat mich der Hund in Ruhe gelassen. Warum bin ich also zum Militär? Weil man manchmal einfach laut bellen muss, damit die Dinge wieder in Ordnung kommen. Wenn du Dinge haben willst, das ist ja bei uns auch so in der, also es ist ja überall so, nicht nur in Deutschland, sondern auch in jedem anderen Land, gerade was die Bürokratie angeht. Wenn du einmal irgendwo hingehst und sagst, ich möchte gerne das und das oder ich keine Ahnung, ne, die Bürokratie, die wird sich, oder die Bürokraten, die werden ja sagen, ja gut, der ist ja jetzt nur einmal hingekommen, dann kommt er wahrscheinlich nie wieder. Und wenn man laut genug oder den einfach so lange wie möglich auf den Sack geht, dann kann man auch Dinge durchsetzen. Das ist überall so. Wenn man aber nur einmal hingeht und sagt, ja, wir möchten das bitte, und die sagen zu dir, ja, okay, kein Problem, machen wir, kann man sich darauf nicht verlassen. Man muss denen immer und immer wieder in den Arsch treten, damit da was passiert. Das ist bei allen Dingen so. Aber gerade bei der Bürokratie immer sehr, sehr auffällig.
Na gut, jetzt sind wir hier. Ich gucke mal ganz kurz, was die Folge so angeht. Ich glaube, wir machen mal ein bisschen länger. Wir haben hier ein paar Nachrichten. Wir haben hier noch einen Katalog benutzen. Badezimmer. Standard-Toilettentisch. Standard-Bettbezug. Genau, man kann hier so ein paar Spielereien machen. Standard-Sofa, Standard-Sessel. Standard-Regal, das ist alles hier. Nicht der Rede wert, hier sind ein paar Orden, hier sind ein paar Schiffsmodelle. Bevor wir uns das anschauen, werde ich jetzt nochmal eine Etage höher gehen und wir gehen auch nochmal in die Küche. Da steht die Normandy. Der Tisch hier erinnert tatsächlich an den Tisch aus der Normandy, in diesem. War das in Mass Effect 2? Ich glaube in Mass Effect 2 war das. Ich weiß nicht, ob da auch in Mass Effect 3 ist. Oh Gott. Das ist echt schon so ewig her. An diesen KIZ-Tisch. Wie auch immer. Oh, nette. Die Küche haben wir ja auch noch. Natürlich kann ich über Commander Shepard sprechen. Das ist ein großes Thema. Oh. Es wurde viel über den Commander geschrieben, aber das meiste davon stimmt nicht. Viele neigen zu vorschnellen Urteilen, ohne die vollständige Geschichte zu kennen. Und die kenne nicht mal ich. Aber ich kenne den Mann. Hab mit ihm gearbeitet, mit ihm gekämpft. Ich würde ihm jederzeit mein Leben anvertrauen. Shepard hat seine rauen Seiten, aber wer von uns hat die nicht? Er musste viele Schlachten ganz allein schlagen. Nur Gott weiß, wie er aus manchen Leben wieder rausgekommen ist. Das ist schon Wahnsinn. Aber er hat sich kein einziges Mal beschwert. Und nie kam der Satz, nein, Sir, das ist unmöglich. Er hat nie gezögert. Die wenigsten wissen, was Shepard durchgemacht hat. Ich denke, ich habe einen relativ großen Einblick. Und ich mache mir manchmal Sorgen, dass er vergisst, dass es viele Leute gibt, die nicht schlafen können, weil sie fürchten, er könnte nicht zurückkommen. Vielleicht muss das gar nicht gesagt werden. Vielleicht sind wir zu dumm, um es zu sagen. Soldaten wie den Commander gibt es nur selten. Männer wie Shepard sind noch viel seltener. Also, natürlich, ne, hat der eine oder andere in der Crew Angst, dass wir dann nicht mehr zurückkommen aus der Schlacht. Aber bis jetzt hatten wir immer relativ viel Glück. Das ist übrigens cool. Hier kann man eiskalt die Sachen nachbestellen. Finde ich gut. Was haben wir hier noch? Ach, hier können wir die Musikanlage noch steuern. Hier haben wir so ein... Ach, hier ist es ein Bett. Und hier ist eine Abstellkammer. Okay, ich habe Ihre neuen Fragen hier. Haben Sie als Anführer jemals das Gefühl, dass der Zweck die Mittel heiligt? Der Sinn eines Gesetzes wichtiger ist als sein Wortlaut? Ich würde das Thema nicht mal mit einer Kneifzange anfassen, aber ich denke, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Sie spielen darauf an, wie ich es arrangiert habe, dass die Normandy vor der Schlacht um die Citadel an Commander Shepard überstellt wurde. Ich bin nicht sicher, inwieweit eine Nachbetrachtung für das Militär von Nutzen ist. Offensichtlich hat das hervorragend funktioniert. Ohne völlige Handlungsfreiheit für die Normandy und Commander Shepard, damit sie tun konnten, was sie tun mussten, hätte Saren die Citadel wahrscheinlich eingenommen. Es dürfte keine Erklärung bedürfen, dass wir in diesem Fall heute eine völlig andere Galaxie hätten. Ich habe getan, was ich tun musste. Hätte ich falsch gelegen, hätte ich die Konsequenzen ohne Murren hingenommen. Der eigentliche Trick besteht darin, niemals falsch zu liegen. Wenn Sie in diesen Anmerkungen mehr Handfestes und weniger Philosophie wollen, lassen Sie es mich wissen. Niemals falsch zu liegen, das geht so gut wie gar nicht. Man muss nur die Eier haben, auch zuzugeben, wenn man einen Fehler gemacht hat. Man kann die Toilette nicht benutzen, Scheißspiel. Ja, ich würde sagen, wir haben alles unten gemacht, oder? Dann können wir jetzt hochgehen. Und schauen uns da unten noch oben noch ein bisschen um. Dann das Apartment ist tatsächlich fast ein Schloss. Hier ist auch noch mal ein Bett. Ist ja Wahnsinn. Sie
Sie haben mich gebeten, von der SSV Normandy zu erzählen. Der Normandy SR1. Als Commander der Tokyo war ich Berater beim Design der Normandy und später bei den ersten Trainingsflügen auch selbst an Bord. Die meisten wissen vermutlich gar nicht, dass die Normandy ein Gemeinschaftsprojekt mit den Turianern war. Die diensthabende erste Offizierin Eli Sander hielt nicht viel von Diplomatie. Sie verlor während des Baus rasch die Geduld mit dem Getue und den politischen Schachzügen der Turianer. Der leitende Entwickler des Antriebskerns, Octavio Tatum, und sein Team turianischer Techniker waren für letzte Übungsmanöver im KIZ. Die Gemüter erhitzten sich, als Sander das Tarnsystem bis an die Grenze belastete und mit dem Entlüften des IES bis zu einem Punkt wartete, den Tatum für viel zu spät hielt. Ich habe versucht, alle zu beruhigen, aber es endete damit, dass den turianischen Wissenschaftlern Handschellen angelegt wurden. Später kam es dann in Koras Nest noch zu einer Schlägerei zwischen Menschen und Turianern. Heute klingt das witzig. Als ich die Normandy zum ersten Mal sah, war sie das Schönste, was ich je gesehen hatte. Am Tag nach diesem Übungsflug kam Admiral Wright zu mir auf die Brücke. Sie gehört Ihnen, sagte er. Ich kann Sie Sander nicht überlassen. Schicken Sie mir eine Liste, welche Crewmitglieder von der Tokyo Sie haben wollen. Und bereiten Sie sich auf Ihre erste Mission vor. Es war ein kurzes Kommando, dank Saren. Aber dennoch einer der Höhepunkte einer langen Laufbahn. Hm. Hat er danach, war Shepard auch auf der Tokyo? Das hat er hier nicht erwähnt, welche Crewmitglieder er da haben wollte, aber er hat sicherlich ein paar mitgenommen von der Tokyo. Hier ist übrigens eine nette Dusche. Die Turianer? Ich bin nicht immer einverstanden mit ihrer Politik und einzelnen Personen, aber ich habe großen Respekt vor dem turianischen Militär. Jeder Allianzsoldat, der das Glück hat, an ihren Ausbildungsprogrammen teilzunehmen, wird dadurch seine Aufgabe besser erledigen können. Ihre Präzision, ihr Können und ihre Disziplin wirken in einer Perfektion zusammen, die einzigartig ist. Und damit will ich nichts Schlechtes über unsere eigenen Leute oder ihre Ausbildung sagen. Es ist nur so, dass ich Jahre nach dem Kampf gegen die Turianer im Erstkontaktkrieg die Gelegenheit hatte, auf Palavin als Beobachter aktiv zu sein und auch selbst am Training teilzunehmen. Es war für mich persönlich ein Wendepunkt und ich möchte jeden Soldaten dazu ermuntern, sich ebenfalls darum zu bemühen. Es ist eine einzigartige Erfahrung, in der Einheit eines turianischen Kommandanten zu sein. Mein Commander war ein kompromissloser Mistkerl namens Bartis Oryx. Falls Sie ihn finden, fragen Sie ihn mal, wie der Zug, den ich führte, bei seinen strategischen Manövern verhackstückt wurde. Es war erniedrigend. Aber all das, was ich an jedem Tag gelernt habe, hat mir schon oft geholfen. Die Xenophoben schwadronieren natürlich dagegen. Aber ich halte es für entscheidend, dass wir dieses speziesübergreifende Training intensivieren. Da haben Sie es. Und wenn Sie General Oryx finden, geben Sie mir Bescheid. Ich schulde ihm noch Geld. Ich schulde ihm noch Geld, lol. Komme ich da durch? Nein. Shepard ist so dick. Also, er war... Das hat man ja auch schon in... Ich weiß nicht genau, wo das war. Ach, das ist in Mass Effect Andromeda gewesen. Da hat man das auch schon mitbekommen. Da ist die Allianz offenbar sehr, sehr oft auch mit den anderen Völkern kooperiert hat, was die militärische Ausbildung angeht. Sowohl dass, ich weiß nicht, wie es andersrum war, ob Asari auch bei den Menschen ausgebildet worden sind als Soldat oder zumindest in den Kampfübungen dabei waren. Das ist ja so ähnlich wie bei der Marine, ne? Wenn man bei der Marine gibt es ja auch oft so Gefechtsmanöver, die man dann mit anderen Streitkräften durchführt. Das ist eben, ist halt fast dasselbe, ne? Dass du halt da einfach als Soldat zu den anderen Truppen gehst, um die kennenzulernen, wie die so vorgehen von den taktischen Seite. Ob das sinnvoll ist, das ist natürlich immer so eine Sache. Ich bin da keine Militärexperte, aber klingt auf jeden Fall nett. Habe ich das jetzt gelesen gehabt? Ich denke nicht. Okay. Also, Daten für den Grabstein. Admiral David Edward Anderson. Keine Ahnung, warum das irgendjemanden interessieren sollte, aber danke für die Anfrage. Ich wurde in London geboren, am 8. Juni 2137, als jüngstes von drei Kindern. Meine Eltern waren Ursula und Paul Anderson.
war für meine Eltern die zweite Ehe und sie waren schon fast 50, als ich zur Welt kam. Meine Mutter arbeitete im Schichtdienst und mein Vater nahm mich oft mit auf die Basis. Während er arbeitete, sah ich zu, wie die Transportschiffe und Jäger starteten. Mein Vater hat sein ganzes Leben in der Weltraumfahrt gearbeitet, aber nie die Erde verlassen. Nicht mal für einen Tag. Er war ein guter Mann. Aber das nur am Rande. Lassen Sie es raus. Wer ist es, Kelly? Ja, ich muss rangehen. Hoffentlich haben Sie bekommen, was Sie wollten. Die interessanteren Sachen über N7 kommen dann beim nächsten Mal. Okay. Hat da viel Zeit investiert für seine Biografie. Hieß ja auch nochmal im Bett, das ist ja Wahnsinn. Hier gibt es die Werkbank und den Panzerungsspind und hier ein Whirlpool. Ja, ich glaube, da haben wir jetzt alles uns angeschaut. Ich wüsste nicht, dass wir jetzt hier irgendwo noch eine Mitteilung von Anderson übersehen hätten, oder? Hier vielleicht. Nope. Da würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter von Let's Play Mass Effect 3 Citadel DLC und dann schauen wir mal, was noch als nächstes so ansteht. Tschüss.